Moin Moin YouTube und herzlich willkommen wieder zurück zu Assassin's Creed 3 mit eurem Giga Tobi. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens. Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis. Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten, bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken, dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen. Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken. Wirklich? Mir fallen mehrere ein. Charles Lee. Dieses schwere Amt anzutreten. Auf kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst. Komm, Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich werde über alle meine Ausgaben buchen. Tut mir leid, dich sofort zu zerren, aber eine Prügelei ist das Allerletzte, was wir jetzt brauchen können. Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander in Chief, George Washington. Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat. Das waren allein die Patrioten. Ich habe ihnen nur geholfen. Ebenso bescheiden wie tapfer. Wir bräuchten mehr Männer wie dich. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich sollte mich lieber um Charles kümmern. Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihn bei der Entscheidung überging. Schön, dich kennenzulernen, Connor. Was gibt es Neues zu Pitcairn? Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück, wo er von 1000 Rotröcken bewacht wird. Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken. Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun. Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen. Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst. Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill. Du hast meinen Dank. Gern doch. Das war das Mindeste. Pitcairn ist ein gefährlicher Mann. Je eher wir ihn los sind, desto besser. Dasselbe gilt auch für Charles Lee. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die heben wir uns für später auf. Brich jetzt auf nach Boston, Connor. Dann gehen wir mal los. Charles Lee, dieser Monster. Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur, was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun. Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen. Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten. Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten, damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben. Aber niemand weiß, wer zuerst schoss. Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten. Wir legen die öffentliche Meinung fest. Das scheint unehrlich. Vielleicht. Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten, sonst hätten wir Verrat begangen. Habt ihr aber. Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht. Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben. Trotzdem, die Wahrheit zu beugen, scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein. Verstehe, Connor, dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird. Etwas Theater kann da nicht schaden. Vor allem, wenn es Leben rettet. Naja, eine Sache war, eine Sache nicht war wirklich so, oder... Ja. Aber ist eben halt so. Gerechtigkeit hat man nicht überall. So. Schauen wir mal. Hauptmission. Da. Ist ja nicht so weit weg. Wir sind ja noch im Grenzland. Dann holen wir unser Pferd einfach mal. Yeah.
Komm schon, Pferd. Schaffen wir noch die restliche Strecke? Ist ja nicht so weit weg. Da. Da steht der ja. Halt, was ist dein Befehl? Oder ja. Wer es auch sein soll. Ein drohender Konflikt. Ach, ich warte mal. Mal gucken, wie lang das noch geht eigentlich. Sequenz 1, Sequenz 2, Sequenz 3, Sequenz 4, Sequenz 5, 6, 7 sind wir jetzt. 7. Okay, das hätten wir fertig. Ja, da fehlen nur noch 5 danach. Logisch. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Okay, wir folgen dir gerne. Ja. Voll so ein misstrauischer Typ. Ist nicht Bunker Hill. Hi, es ist Breeds. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügeln in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Strategie vielleicht. Und was ist mit John Pitcairn? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Ist ja auch so ein komischer Typ, ne? Ein abgehobener. Yo. Geht's da schon los oder was? Putnam ist gleich davor, kannst ihn nicht verfehlen. Ich gebe nicht auf, Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Breeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. Amerika. General Putnam. Was? Ich suche nach John Pitcairn. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt würde? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Ich küsse diese Flagge, wenn ich Erfolg hatte. Und ich werde eine schöne Rede an seinem Grab halten. Er so. Wir unterstützen natürlich die Loyalisten, die Amerikaner gegen die Briten. Wow. Das geht ab. Das ist mal cool. Alles am Ausrasten hier. Die ballern alles nieder hier. Verdammt, wo sind wir eigentlich? Hä? Ja, welche Stadt ist das denn eigentlich? Achso, Schallstone über... okay.
Aua, na. Heftiger Scheiß. Da ist dieses Schiff. Auf dem Schiff unentdeckt. Oh, was? Auf beiden Schiffen. Ah, heftig. Aber wir müssen das ja schließlich machen, sonst kriegen wir John ja nicht zu fassen. Warte mal, ich hab doch die versteckte Klinge. Das kennen wir ja auch von den Teil 2 und Brotherhood auch. Scheiße, Mann. Warte mal. Ja, er ist ja der Geilste. Weg mit dir, du Schump. Jawohl. Zu langsam. Blöder Rockträger, ey. Sieht auch aus, ob der nichts anhätte. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ja, super. Hey! Hä? Konnte er denn nicht da drauf gehen? Würde mich wundern. Wo können wir jetzt die Flagge hissen? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Hä? Da unten. Sehe ich jetzt erst gerade. Oh, fail. Da war gerade Schiff schießen, wenn da keine Leute mehr sind. Bestimmt da drinnen noch. Hallo. Da. Bombe oder was? Ah, Tatsache. Wird eine explosive Grüße. Boom! Shake it, baby! Warte mal.
Oh, oh. Mann, diese Säcke mit ihren Scheiß schießen. Oh, du Penner, ey. Blöder Offizier. Mann! Ja, genau, ey. Ey, das ist so ein Scheiß, ne, gegen die. Haha. Zu langsam. Was darfst du, wo du hingehst? Überlistet. Überlistet habe ich euch. Mann, liegt doch die. Oh Mann, Connor. So, geht doch. Schnell weg hier. Jetzt was? Flagge hissen. Ach, jetzt sollen wir das machen. Aha, jetzt. Jetzt sollen wir nochmal zu den Schiffen gehen und nochmal Flagge hissen. Genau. Und noch machen. Ja, weil es so schön war. So als Zeichen für Sieg. Und da kommen wir nicht wieder hoch. Ich weiß es jetzt schon. So, aber egal. Kommen wir da hoch. Oh nein! Ah, geil! Fein! Ehrlich, das ist manchmal echt scheiße. Ah, komm schon. Jetzt mir gleich mal die Flagge ganz nach oben. Oh, das ist manchmal echt blöde, ne? So. Amerikanische Flagge. Früher war das auch noch so wie die EU, so mit diesen ganzen Sternen, so kreisförmig. Halt. In Kreisform so. Und heutzutage ist es ja schon so mit mehreren geprägt. So. Dann wollen wir den mal. Was für ein Massaker hier. Oh Mann. Tja, das war wohl ein gutes Zeichen gegen den John. Die nächsten Templer, Nummer 2, die wir uns nun schnappen müssen. Aber keiner trauert den ersten, den wir erledigt haben, ne? Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Doch ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin. Und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben.
Ihr so bleibt wachsam. Spart Munition. Achtet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Okay. Gott verdammt mich. Geschafft. Das war eine gute Ansprache. Lügen, allesamt fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Das ist der Ende. Er verließ Boston, wie ich vermutete, und hat ein Lager auf Mountain Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Oha. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz warten. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Wir überzeugen jetzt mal den. Ja, klar, ohne Schaden. Oh Mann, was ist das für ein Scheiß? Boah, hammert. Deckung! Die schießen! In Deckung! In Deckung! Achtung! Bäm, Alter, da schießen mich hier in meinen Haufen, ey. Boah. Das geht ab, das geht ab, das geht ab. Runter! Los, runter! Hallo, ich bin doch hinter der Deckung schon. Oh, ja, klar. Die feuern! Geschütz! Geht in Deckung! Es geht los! In Deckung! Ach, das ist voll schwer! Ich kann ja auch nicht wirklich sehen, ey, das ist manchmal durcheinander geschossen da. Feind ist in Reichweite! Deckung! Beschuss, Achtung! Gar nicht so einfach. Geht in Deckung! Die feuern! Ja, das ist so ein Scheiß. Guck mal, für die jetzt schon abgezogen haben. In Deckung! Die schießen! Das ist echt krass. Die Spitze der Klippe erreichen. Sicher. Ja, das ist kacke. Oder?
Doch nicht ganz. Ey. John! Nein, John! Mann! Penner, ey. Was für ein Assi, ne? Aber ich kann auch keine Medizin haben, das haben die auch irgendwie blöde gemacht. Ich würde ja aushalten, ne? So ein Assi, ey. So ein Assi, Mann. Ah, du Hurensohn. Warte mal, jetzt. Schieß sie auch mal ab, ey. Bam. Kann das auch? Ah, der ist nachladen, dauert immer voll lange. Oh, oh, er schießt. Das hat mich nicht erwischt. Du Assi. Bams! Ah. Nummer 2. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yonere ne o te nam da setta kwe. Timi o ne yaho te na tam da setta kwe. Mich ranschleichen. Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Ja.
Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Krasser Shit. Wir haben den nächsten Templar, Nummer 2, erledigt. Und jetzt anscheinend soll jetzt Washington ermordet werden. What the fuck, was geht da ab? Sie beendet. Ja, und im nächsten Part geht das sonst mit 8 weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Euer Jigatobi und haut rein. Yeah!